In keinem anderen Stadion im deutschen Profifußball fallen weniger Tore als an der Bremer Brücke. Das ist die Last, die Lust macht, es heute besser zu machen. Wetter gut, Stimmung gut, Gegner nicht so gut. Viktoria Berlin kommt als Tabellen-16. Nach Osnabrück und ist als einzige Mannschaft noch ohne Sieg in diesem Jahr. 10 Minuten gespielt. Osnabrück von Beginn an tonangebend und Aaron Opoku mit einem ersten Versuch. In Zwickau wurde er noch auf die Bank strafversetzt, weil er einen Termin um 4 Minuten verpasst hatte. Und jetzt will er jede Sekunde für sich und sein Team nutzen. Nicht nur mit Abschlüssen, sondern auch mit technischen Zaubertricks. Die Viktoria war vor dem Hinspiel noch einen Punkt vor dem VfL und hat jetzt 20 Punkte Rückstand. Vor allem offensiv ist das Team harmlos. Makrekis, so sieht das dann aus in der Anfangsphase. Keine Probleme zu klären. Faratoku hat seine Mannschaft defensiv stabilisiert. Und die Defensive steht unter Druck, die 31. Minute. Haider. 8-mal hat er getroffen, 8 Treffer vorbereitet, lässt Lewald schön aussteigen. Kunze abgefälscht, Tor! Das 1:0 für den VfL Osnabrück durch den 6. Saisontreffer von Lukas Kunze. Haider macht einen Haken, hat die Übersicht und dann wird der Ball von Kunze abgefälscht. Menz ist mit der Hand dran und der Ball ist drin, Julian Kral. Ohne Abwehrmöglichkeit. Viktoria Berlin hat nach einem 0:1 Rückstand die letzten 7 Spiele verloren. 9.300 Zuschauer gehen zufrieden in die Halbzeitpause und sehen einen starken Opoku. Der wartet weiter auf seinen 2. Saisontreffer, aber ist gefühlt ganz dicht dran. Gunte kommt nicht hinterher. Die Viktoria hat ihre beste Phase Anfang der 2. Halbzeit. Benjamina setzt sich schön gegen Bermann durch und trifft. Der Ausgleich in der 63. Minute. Sofiane Benjamina. Klarer Sieger im Laufduell mit Bermann. Und dann behält er die Ruhe und erzielt sein 3. Saisontor. Hatte mit Corona zu kämpfen und macht das hier. Richtig stark. 1:1. Mitte der 2. Halbzeit. Kunze erobert den Ball. Opoku. Keiner greift ihn an. Haider. Yamada bei ihm. Lewald bei ihm. Opoku. Und da ist es! Da ist es! Das 2:1. Sein 2. Saisontreffer durch den starken Aaron Opoku. Und er weiß, dass er sich bei Haider bedanken darf. Opoku leitet den Treffer selbst ein. Tolles Zusammenspiel zwischen ihm und dem 35-jährigen Mark Haider, sein 2. Assist. Die 83. Minute, Opoku, kann er auch ecken? Ja, er kann und der Ball ist drin. Tor 3:1 durch Sven Köhler. Hier sieht man's. Karl holt sich den Ball hinter der Torlinie. Sven Köhler macht das 3:1. Den Siegtreffer für den VfL Osnabrück. Heimsieg an der Bremer Brücke. Wir haben, glaube ich, ein tolles Spiel abgeliefert. Verdient 1:0 in Führung gegangen mit einer guten ersten Halbzeit von uns. Und dann nach so einem Nackenschlag hier zu Hause wieder dann das Ding noch zu drehen. Haben wir, glaube ich, nicht so oft geschafft bisher zu Hause. Und da können wir stolz auf sein heute. Ich glaube, dass Osnabrück eine ganz andere Qualität hat. Und wir jetzt froh sind, dass wir auch mal die englische Woche vorbei haben, dass wir mal eine vernünftige Trainingswoche haben. Und bis auf das Pokalspiel dann eine Woche eine haben und dann in Magdeburg noch mal eine Woche haben. Und ich glaube, das gibt halt frische Mut und auch eine gute Frische für uns. Viktoria Berlin muss weiter auf den ersten Sieg im Jahr 2022 warten. Und der VfL Osnabrück peppelt seine Heimbilanz auf und feiert dagegen schon mal ein bisschen vor. Am kommenden Samstag kommt Eintracht Braunschweig zum Nachholspiel. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.